Unser heutiges Interview der Woche hat uns zurück in die Schule geführt, genauer gesagt in die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Judenburg. Bei mir begrüße ich Sie herzlich, die neue Direktorin, Frau Magister Sonja Hofer. Schönen Vormittag und danke, dass Sie heute die Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Herzlich willkommen an unserer Schule. Ich freue mich sehr über das Gespräch und die Einladung dazu. Frau Direktor, Sie haben ja die Leitung dieser beiden Schulen mit 1. September übernommen. Wie ist es denn bis jetzt ergangen? Haben Sie sich schon gut eingelebt und vor allem, wie gefallen Ihnen die neuen Schulen? Ja, ich habe mich sehr schnell, überraschend schnell eingelebt. Also ich bin sehr herzlich willkommen geheißen worden an der Schule. Ich habe schon viele Gespräche geführt mit sehr engagierten, motivierten Lehrern, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern, die sehr freundlich, aufgeschlossen und vor allem auch sehr selbstbewusst sind. Aber auch das nicht lehrende Personal, muss ich sagen, ist sehr tüchtig und sehr engagiert. Also es passt insgesamt, glaube ich, sehr gut zusammen. Und ich freue mich, dass ich an so einer modern ausgestatteten Schule und zukunftsorientierten Schule die Schulleitung übernehmen darf. Das Thema Schulleitung ist ja kein wirklich neues für Sie. Sie haben ja auch zuvor bei der HLW Krieglach den Direktorposten inne gehabt. Warum denn jetzt der Wechsel? Und vor allem, was möchten Sie jetzt in dieser Schule speziell bewegen? Ja, die Führungsaufgaben einer Direktorin spielen sich ja nicht nur im eigenen Schulgebäude ab, sondern ist ganz wichtig für eine wirtschaftliche Schule speziell, die Außenkontakte zu pflegen, zu netzwerken, auch oft am Wochenende vor Ort zu sein. Und nachdem mein Wohnort in der Nähe des Schulstandortes liegt, ist es für mich hier viel leichter. Und was möchte ich bewirken? Ja, ich möchte auf alle Fälle, dass ich die Schule weiterentwickeln kann mit dem gesamten Team, dass die Schülerinnen und Schüler gute Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten und später Arbeitsmöglichkeiten vorfinden, dass sie gut vorbereitet werden auf ihre zukünftige Aufgabe. Und das ist das Normale, was sowieso jede Schule möchte. Aber ich habe mir ein paar spezielle Ziele gesetzt und ein paar Schwerpunkte. Einerseits, ich habe es ab und zu schon angesprochen, die Internationalisierung. Es ist mir wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler einfach während ihrer Ausbildung auch die Möglichkeit haben, ein bisschen hinauszuschnuppern, ins EU-Ausland zu gehen, ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen oder zu verbessern, dass sie mal sehen, wie läuft es woanders. Und ja, ich denke, dass mit einem Auslandspraktikum zum Beispiel ganz gut, kann man das ganz gut verbinden. Ich möchte aber auch eine Steuergruppe einrichten mit internen und externen Experten, damit man auch sieht, ob man am richtigen Weg ist. Wir bilden ja für die Wirtschaft aus. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich die Meinungen von außen holt, damit man dann auch merkt, okay, das ist das, dahin geht's oder das könnten wir verbessern. Und noch ein weiterer Schwerpunkt wäre für mich, ein bisschen mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen. Es ist ja erwiesen, dass die Schülerinnen und Schüler auch eine bessere Leistung bringen können, wenn sie sich mehr bewegen. Und dazu möchte ich ein bisschen einen Schwerpunkt haben in jedem Monat, vielleicht eine Schulveranstaltung oder außerschulische Veranstaltung. Beziehungsweise wir werden nächste Woche schon beginnen mit einem bewegungsorientierten Tag. Die ganze Schule wird sich irgendwo im Raum Eichfeld sozusagen bewegen. Und das ist natürlich auch für die Klassengemeinschaft ganz gut, wenn man auch außerhalb der Schule einen so einen Tag gemeinsam verbringt. Okay. Im Leitbild der Schule habe ich so Schlagwörter gefunden wie die wirtschaftliche Praxis, die Flexibilität, die Teamfähigkeit und die fächerübergreifenden Ausbildungen. Glauben Sie, sind genau diese Teile auch die Stärken der Schule? Ja, das sind auf jeden Fall die Stärken der Schule, sind auch in den neuen Lehrplänen abgebildet, die wir seit 2 Jahren erneuert haben, wo sehr stark das Kompetenzorientierte auch drinnen ist, also Aufgaben selbstständig zu lösen. Wie gesagt, wir bilden für die Wirtschaft aus und diese Eigenschaften, Teamfähigkeit, Flexibilität, sind ja ganz wichtige Eigenschaften, die man haben sollte. Und das in diesen 5 Jahren bzw. 3 Jahren in der Handelsschule auszubilden, ist mir schon ein sehr wichtiges Anliegen, damit auch die Schülerinnen und Schüler dann schon vorbereitet werden auf das spätere Berufsleben. Okay. Wir wissen ja, dass gerade in den letzten Jahren sich im Schulsystem einiges verändert hat. Einer der größten Einschnitte war mit Sicherheit die standardisierte Reife- und Diplomprüfung, die es jetzt gibt, und die modulare Oberstufe. Wie stehen Sie denn persönlich zu diesen Veränderungen und welche Herausforderungen gibt es da noch zu bewältigen? Also ich stehe grundsätzlich sehr positiv dem gegenüber, weil wir haben lange versucht, etwas zu erneuern oder
oder lange versucht, die Dinge ein bisschen zu verbessern. Und jetzt ist es soweit, es gibt Verbesserungen. Und zuerst einmal zur standardisierten Reife- und Diplomprüfung. Ich denke, das ist ein bisschen ein Vergleich, auch die Qualität zu vergleichen, wie wird Unterricht gemacht. Und ich glaube, die HAG Judenburg ist sehr gut darauf vorbereitet. Und wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir bilden die Schülerinnen und Schüler kompetenzorientiert aus. Und das genau ist ja hier gefragt bei der standardisierten Reife- und Diplomprüfung. Und dann kann man auch sehen, wo steht man, auch im EU-Vergleich. Das sind ja Standards, die in der EU bereits schon längst gang und gäbe sind. Und wir haben jetzt sozusagen in Österreich nachgezogen. Und die neue Oberstufe sehe ich als große Chance. Sie wird ja dann semestriert. Es gibt dann nicht mehr das ganze Schuljahr, sondern ein Semester wird abgeschlossen mit jeweils einem Zeugnis. Und es gibt hier zwei Dinge, die besonders hier hervorzuheben sind. Das eine ist der individuelle Lernbetreuer oder Lerncoach, damit auch etwas schwächere Kinder hier gut gefördert werden können oder mit Anfangsschwierigkeiten. Und das andere, der andere Vorteil ist bei der modularisierten Oberstufe, dass man Begabte sehr gut fördern kann. Sie können theoretisch, wenn sie in einem Fach in Englisch beispielsweise gut sind, dann auch schon in der nächsthöheren Schulstufe die Stunden besuchen. Und ich habe hier überhaupt keine Bedenken, dass es nicht gut funktionieren würde, weil wir alle, das gesamte Team, genau daran arbeiten, dass es gut funktioniert. Okay, über das Thema Ausland und die Internationalität haben wir vorher schon kurz gesprochen. Wenn wir jetzt ganz kurz noch beleuchten, was wünschen Sie sich, wenn jetzt die Schüler fertig sind nach diesen 3 Jahren oder 5 Jahren? Mit welchem Gefühl sollen sie jetzt von dieser Schule gehen? Wenn unsere Absolventinnen und Absolventen die Schule verlassen, dann sollen sie selbstbewusst hinausgehen. Sie haben sehr viel gelernt, sie haben eine sehr gute Ausbildung und sie können ihre Fähigkeiten, eben Teamfähigkeit, Flexibilität, Kompetenzorientiertheit, können sie dort wirklich gut brauchen. Und ich denke, sie brauchen sich nicht zu scheuen, auch im Inland, im Ausland oder wo auch immer ihre Arbeitsstelle zu suchen. Okay. Natürlich möchten wir auch Sie als Privatperson in diesem Gespräch ein bisschen näher kennenlernen. Wobei tanken Sie denn Kraft und Energie für die täglichen Herausforderungen? Ja, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich gehe gerne hinaus. Auch oft verbunden mit sportlichen Aktivitäten. Aber auch die Familie ist mir eine große Stütze. Sie steht hinter mir. Ich reise auch sehr gerne und das bringt mir wieder an einen Perspektivenwechsel in manchen Dingen. Ja, und ich umgebe mich gerne mit positiven Menschen. Und ein Aspekt ist auch, der in den letzten Jahren für mich sehr wichtig geworden ist, auch im Rahmen meiner Kiwanis-Tätigkeit beim Verein, Kinder zu unterstützen, die es wirklich brauchen, und das macht mich auch sehr oder stimmt mich sehr fröhlich. Okay, wie würden Sie sich denn selbst in kurzen Sätzen beschreiben? Was denken Sie, schätzen auch andere ganz besonders an Ihnen? Wie würde ich mich beschreiben? Also ich bin sehr positiver Mensch, ich bin sehr zielorientiert und lösungsorientiert. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Und ich mag es sehr gerne, wenn man strukturiert und mit klaren Richtlinien, Vorgaben arbeitet. Gut, jetzt sind wir schon am Ende angelangt und es bleibt noch der Kanal 3 Fragebogen, den ich Sie bitte, mir zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit? Mit einem gesunden Frühstück mit der Familie. Das mag ich gar nicht. Intoleranz. Jammerzirkel. Okay. Ein Vorbild für mich ist? Menschen, die Zivilcourage haben. Und für meine Zukunft wünsche ich mir? Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich diese Ziele, die ich mir vorgenommen habe, mit dem Team gemeinsam umsetzen kann und dass viele in den nächsten Jahren, viele neue Schüler in die HAG und in die HAS Judenburg kommen. Das wünschen auch wir Ihnen, sagen vielen Dank für das Interview und viel Erfolg weiterhin. Danke, sehr gerne. Danke.